Hallo und herzlich willkommen hier bei Heartbeat Games und einer neuen Folge zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2. Ja, was Let's Playen wir denn eigentlich? Wir haben doch die Kampagne schon durch. Ja, haben wir, aber die Multiplayer haben wir noch nicht durch. Also, gehen wir mal auf Online, auf ein öffentliches Spiel, auf den Klasseneditor, weil da hat sich so einiges verändert, geändert. Und ja, nehmen wir mal die hier und da sehen wir schon, wir haben eine Leiste, 10 von 10 Punkten haben wir jetzt ausgenutzt. Ja, was ist dieses 10 von 10? Das nennt sich, glaube ich, Pick Up 10 oder irgendwie sowas. Und man hat hier doch wirklich sehr viel Kreativität und Auswahlmöglichkeit. Zum Beispiel, ihr wollt keine zweite Sekundärwaffe, klickt sie weg. Habt ihr jetzt einen Punkt übrig? Wo könnt ihr ihn einsetzen? Eigentlich überall, wo es euch beliebt. Hier zum Beispiel eine Taktikgranate. Nehmt eine zweite mit. Ja? Oder ihr wollt keine, dann nehmt auch keine mit. Jetzt habt ihr zwei Punkte über und könnt es irgendwie andersweitig einsetzen. Zum Beispiel, indem ihr, ja, was nehmen wir, einen zweiten Perk mitnimmt. Also man hat ja schon drei. Also man kann bis zu drei mitnehmen oder auch gar keine. So, jetzt hat man 5 Punkte, jetzt kann man die irgendwie andersweitig einsetzen. Dann nimmt man eventuell mal, ja, eine Schockladung mit, noch eine zweite. Man hat immer noch Punkte über, was macht man da? So wie in diesem Fall hier zum Beispiel. Ich habe Overkill mitgenommen, das bedeutet was? Wählen Sie eine zweite Primärwaffe als zweite Waffe, also keine Sekundärpistole mehr in dem Sinne, sondern... Dann nehmen wir uns doch mal so ein kleines Maschinengewehrchen mit. Und zwar die PD 57. Zack. Ja. Aber die Perks nehme ich jetzt auch mal. Was hatten wir davor? Wir hatten Leichtgewicht. Wir hatten flinke Hände. Ups, jetzt haben wir doch nur noch keine Punkte mehr über. Was machen wir? Wir nehmen die Granate hier weg, die Taktikgranate. Und nehmen die Gewandtheit mit. Ja. Oder... Ihr wollt eben von mir aus keine Aufsätze für eure Waffe. Ja, klickt sie weg. Dann habt ihr Punkte über. Dann könnt ihr noch extra Perks mitnehmen, wie hier zum Beispiel. Extra Gear 2, 3. Das ist jeweils für diesen Slot gedacht. Könnt ihr alles mitnehmen. Aber ich ziehe mal hier Zielsucher. Was ist das? Identifiziert Gegner und meldet, wenn ein Gegner im Fadenkreuz ist. Das probiere ich mal aus. Und dann nehme ich noch... Ja, die können wir nicht mehr. Dann nehme ich doch mal hier den Vordergriff mit. Cool, da haben wir unsere 10 Punkte voll und ab geht's in die Schlacht. Und alles muss mit einem Freischalt-Token freigeschaltet werden, aber die kriegt man auch relativ schnell, ja, und zügig. Gut, Spielsuchen, Standard soll es mal sein. Und damit es kein allzu langer Part wird, nehme ich mal Team Deathmatch. Und ihr seht es bereits, es gibt keine dedizierten Server mehr. Ja, wo sind wir, wo, was nehmen wir? Okay, nehmen wir auch mal Raid. Aber ich muss dazu sagen, obwohl mir das Ganze nicht so passt, ja, mir wären dedizierte Server lieber. Da kann man rein, man kann sich Favoriten setzen und so weiter und so fort. Kann man hier alles nicht, aber das System funktioniert eigentlich recht zuverlässig und schnell. Ja, ich kann mich noch an Modern Warfare 2 Zeiten erinnern, wo man erstmal irgendwie 2, 3 oder 5 Minuten gebraucht hat, um in ein Spiel zu kommen. Dann wurde man irgendwie rausgeschmissen und manchmal hat es 10, 20 Minuten gedauert, bis man in einem Spiel ist. Das ist hier alles nicht mehr so. Gut, dann nehmen wir mal unsere Klasse und wir sind auf der Map Raid. Die ist ja noch eher klein. Also die ganzen Maps sind eigentlich eher... Ja, klein bis so ein bisschen groß, also nicht sonderlich groß. Was heißt nicht sonderlich groß? Man kann das nicht mehr mit. Man kann das echt nicht mehr mit. Und da mal hin. Mit Black Ops. Ja, und das Visier macht seine Arbeit. Ach, Assist, Mist. Also man kann das Ganze nicht mehr mit Black Ops 1 vergleichen. Da waren die Maps doch ziemlich teilweise groß. So, jetzt nehmen wir unseren... Ja, wir sind's doch, Junge. So, jetzt schauen wir mal. Bin beim Nachladen. Okay, den konnten wir mit Glück abholzen. Da ist der andere. Schießen wir mal durch die Wände. So. Okay, eine Drohne haben wir auch schon bekommen. Also das Visier habe ich jetzt zum ersten Mal genommen.
Na, wo bist du? Haftgranate! Wo bist du, Junge? Hier war doch einer. Ach Mist, dann laufe ich ihm voll auf die Flinte zu. Also das Visier ist total mal overpowered. Benutze ich zum ersten Mal und... Das ist ja schon wie so ein Wallhack, meine Fresse. Ja, was die Leute dazu reitet, solche Sachen mit reinzupacken, keine Ahnung. Gehen wir mal hier hin. Und die Maps sind alle, ja, ziemlich verwinkelt. Wirklich sehr verwinkelt. Ach, Mist. Da sehen wir es nochmal. Du mieser, campender Penner. Ach, Mann, kotze mich solche Typen an. Echt. Also, Mann, das ist doch echt ein echter Wallhack. Da war einer. Alter, leck mich doch. Ich baller ihn so oft ab. Ach, nehmen wir mal unsere Drohne hier. Drohne nähert sich. Jo, da kriegen wir ein paar Pünktchen. So, hier war doch einer. So, den haben wir weggeholzt, dank der Drohne und unserem Wallhack hier. So, schnell hoch, schnell hoch. Oh, da unten. Da unten. Alter, das war mein Mann. Erschreck mich doch nicht so, Junge. So, ist hier irgendjemand? Habt ihr den Sniper dort hinten gesehen? Hellstorm-Rakete unterwegs. Ja, Assist. Drohne erwartet Befehl. Na los, auf die Beine. Alter, das mit dem Visier läuft ja wie geschmiert, aber das ist echt extremst unfair. So. Ach Mann, wo warst du denn, du mieser... Ach ja, was soll's. So, noch eine Drohne. Kommt von dem Mr. Heartbeat hier. Mit unserem tollen Emblem. Ah, die sind dort hinten. Alter, stirbst du mal? Ach, scheiße, der stirbt nicht. Trifft sie? Nein, sie trifft nicht. Erledigt. Jupp, den haben wir erledigt. Na, wo bist du denn? Wo bist du denn? Nee, die sind nicht mehr dort. So, gehen wir mal hier lang. Gut. Den konnte man noch wegholzen, gerade mal so. Ach Mist. Verdammt, verdammt, verdammt. So, wo lang? So, hoch mit dir. Ach, verdammt. Da war ich zu langsam. Ja, was hat der für ein Visier? Also manchmal ist auch weniger mehr. Und hier hat man das... Erledigt. Leider übertrieben. Erschütterungsgranate geworfen. Ist okay, Junge. Schrei nicht so rum. So, hier ist keiner. Doch, da. Gut, den konnten wir noch holen. Bedrohung neutralisiert. Den konnten wir auch holen. Gehen wir mal hier hin. Na, wo bist du? Hier war doch jemand. Du bist zu langsam, Junge. Du bist zu langsam. Achtung, die Ausrüstung wurde zerstört. Okay, wo hatten wir die hingeworfen? Ah, da hinten. Das heißt, die kommen da von hinten. Verdammt. Verdammt, der ist uns entwischt. Ach Mist. Okay, wir sind gar nicht mal so übel. Aber das haben wir echt jetzt dieser wallhackenden Visier zu verdanken.
Die ist echt overpowered. Also, aber sowas von. So, hier ist keiner. Werfen wir mal dort. Ist fast erfüllt. Nicht okay. Na, das war doch mal top hier. Und da rein. Ah, weg hier, weg hier, weg, weg, weg. Da war doch einer. Ich bin beim Nachladen. Ist das unser Mann? Aber da, ach, verdammt, den habe ich gerade so noch gesehen. Ja, aber gut gemacht, Junge, ehrlich. Ja, so. Man muss natürlich auch mal ein bisschen... Alter, wie der nicht stirbt. Man muss auch natürlich hier Frusttoleranz mitbringen. Feinde! Erst erledigt. So, den haben wir. Da mal die Schockladungen. Ah, weg hier, weg, 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 weg. Na, kommst du hier? Jawohl, den haben wir. Und das war auch die Abschlusskamera. Ja, das Ganze fühlt sich wirklich sehr, sehr rasant an. Wirklich sehr rasant. Und... alles Treffer, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Das Ganze fühlt sich wirklich sehr, sehr rasant an. Aber eines haben sie wirklich absolut verkackt in meinen Augen. Ja, Kommando, da haben wir wieder mal was freigeschaltet. Es gibt unzählige Sachen zum Freischalten und Punkte einsammeln und so weiter. Und der Levelaufstieg geht sehr, sehr zügig. Also guck mal, das haben wir jetzt innerhalb dieser Runde geschafft. So, das war's erstmal mit dem Spiel. Was mir wirklich sauer so ein bisschen aufstößt, ist, dass man eigentlich gar nicht mehr so richtig zielen muss. Man kann schön aus der Hüfte alle wegballern und das finde ich ehrlich gesagt nicht korrekt. Ich hoffe, das patchen sie ein bisschen nach und auch die Maschinengewehre mal, die kleineren Maschinengewehre mal, dass man sie mal ein bisschen nervt, also ein bisschen abschwächt, weil mit denen kannst du alles abholzen hier und die, ja, die Sturmgewehre, die sind einfach nur scheiße, sozusagen, ja. Also sei es drum, schaut mal wieder demnächst vorbei. Es werden noch einige Folgen jetzt folgen. Macht's gut und bis dann. Ciao.